Fleisch. Mordit. Okay. Krieg hier was in den Arsch gesprungen, von dem ich natürlich null Ahnung habe, ob ich das brauche oder nicht brauche. Was ist denn los? Achso, wegen den Geoden oder was? Platin? Wo ist das denn schon wieder her? Diese Stalagmiten haben teilweise Gold, Silber, Platin. Oh, nice. Steht aber gar nicht dran. Einfach nur Bonus dann, oder was? Obwohl es gar nicht da steht. Ich hole mir einfach mal so ein bisschen Kobalt auf Vorrat. Weiß ja nicht, wie viel man so braucht. Deswegen nehme ich mal so 1000 Stück. Wie viel haben wir denn jetzt? 800 haben wir. Deswegen nehme ich einfach mal 1000 Stück mit. Mal gucken. Alle. Und war irgendwas cool gewesen in der Höhle? Ist ja meistens so, wa? Kürbisknolle? Kannst du irgendwas davon gebrauchen, was ich hier gerade sammeln nehme? So, was haben wir denn jetzt Schönes? 20 Kürbisknollen. Beinfleisch, Mordit, Kobalt und ionisiertes Kobalt, okay. Was ist eigentlich mit diesen Wirbelwürfeln? Willst du da vielleicht mal einen haben oder so? Unterirdische organische Struktur. Oh, mein Hitzeschild.
Mein Hitzeschild war fast kaputt. Feuer! Hier gibt's Feuer! Minchen hat Feuer gelegt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du das warst. Natriumnitrat. Es herrscht wieder Sturm. Ach so. Na gut, dass ich auf Easy Mode spiele. So, ich brauche immer noch aktiviertes Kupfer. Kann nicht sein, dass ich das nicht finde. Oh, mal Phosphor behalte ich. Das nehme ich mit rüber. So. Okay. Phosphor. Das ist gut, glaube ich. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Warte mal, das ist bestimmt dein Frachter, wa? Wo ist denn hier eigentlich meine Quest? Da ist meine Quest. Ich gehe mal zur Quest. Gucken, was die von mir will. Mal gucken, was die von mir will. Hier gibt es auch Vulkane. Oh Mann, ey. Kann ich hier irgendwas einsammeln? War ich hier schon mal? Warum kriegen bei verschlüsselten Navigationsdaten auf einmal Naniten raus? Komisch. So, da oben ist. Achso, da muss ich sowieso ran, okay. Wie an so einen Zelda Tower.
So, was ist das? Muss aufgeladen werden. Okay. Holoterminus aktiviert. Mehrere Signalquellen verfügbar. Atemfrequenz einstellen. Heck? Huch. Jetzt kann man sich den direkt angucken. Aha. Wer ist? Ich bin's. Wer ist da? Du. Du bist es wieder, oder? Du bist wirklich real, oder? Du bist kein Traum? Ja, ich bin real, denke ich mal. Oder wir leben in einer riesigen Simulation. Das kann natürlich auch sein. Panikmeister! Wer stellt sich Ihnen entgegen? Es tut mir leid, aber hier kann ich nur schwer nachdenken. Irgendwas stimmt nicht mit. Es ist leicht, eine bessere Realität zu erschaffen, wenn man dazu gezwungen ist. Ich dachte, du wärst vielleicht ein Traum. Es tut mir leid, aber ich habe keine Stimme mehr gehört, seit ich in den Lautsprecher von meinem Exo-Anzug abgeschnitten habe. Und das ist schon sehr lange her. Sie hat schreckliche Dinge gesagt. Wer ist das? Ich bin genau wie du. Du bist ein Reisender durch die Welten, richtig? Fragen, woher er das weiß. Okay, also. Einer wurde aus den Latschen gekippt und der andere wurde weggeschnipst. Dann seid ihr wohl noch nicht stark genug. Anomalie entdeckt. Bezeichnung Reisender. Erwachen. Was ich dir gerade gezeigt habe, beschäftigt mich schon, seit ich erwacht bin. Du erkennst es doch bestimmt auch. Wir sind die Reisenden, die Entdecker der Welten. Seit dem Moment, als du deine Augen geöffnet hast, musst du gewusst haben, dass du nicht so bist wie die anderen. So wie ich. Bevor ich hier strandete, war ich unterwegs, um endlich zu treffen. Es kann kein Zufall sein, dass du dieses Signal gefunden hast. Sag mir, hast du immer noch das Datenprotokoll von diesem abgestürzten Schiff? Nada erwähnen. Wer? Bitte, ich muss diese Daten sehen. Treib mit mir keine Spielchen. Ich habe keine Zeit. Er kennt Nada nicht. Aber Nada kennt Artemis. Verdächtig. Der Großteil meiner Ausrüstung ist beschädigt. Ich bin allein, gestrandet in einer Welt ohne Sonne und zu Fuß unterwegs. Ich weiß nicht mal, wie dein Signal mich überhaupt erreicht, aber das Schiff, das du gefunden hast, es gehörte einst mir. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für mich. Wir müssen herausfinden, wo wir beide sind. Wenn du in diesem System Signalbooster verteilst, sollten wir deine Position triangulieren können. Ich schaffe es, hier raus
Und du bekommst alle Antworten, nach denen du suchst. Okay. Danke, Reisender. Du wirst mein Leben retten. Du wirst mich finden. Naja, können ihn ja immer noch umbringen, ne? Wenn er Scheiße labert, bringen wir ihn um. Stelle einen Signalbooster her, rufe mit Y das Baummenü. Dafür brauche ich jetzt eine Metallplatte und Kohlenstoff-Nanorohr. Ja, geil. Könnte ich ja eigentlich einmal herstellen. So, Signalbooster. Stellen wir mal dahin. Außenposten, Signalerkennung online. Navigationssubroutine online. Aha. Erstmal noch Strukturen ordnen. Cool. Und kannst du die immer hinstellen und gucken, wo was Geiles ist, oder was? Ja, aber die Fabrik kenne ich ja schon. Außerdem will ich da gar nicht hin. Ach, das ist hier wieder im Dings drin, war? Okay, nee. Ansammlung. Das ist so halb drinne, wie ich gerade sehe. Okay. Jetzt einfach nur mehrere auf demselben Planeten bauen oder verschiedenen Planeten? Wie wir es aus, ne? Ich brauche noch mal eine Platte und was kostet der Spaß eigentlich? Kohlenstoff. Okay. So, machen wir hier noch mal so einen schönen Signalbooster.
So, wir gucken erstmal nach Strukturen. Was ist das denn? Das ist doch mitten im Vulkan. Wie soll ich denn da hinkommen? Das Spiel ist ja witzig. Ein Notrufsignal. Mitten im Vulkangestein. Das heißt, ich komme da gar nicht ran, ne? Units gut geschrieben, also. Was soll ich denn mit Units? Gib mir Naniten. Das ist der gute Stoff. Oh, das war schön hier. Das war gut. Okay, dann gehen wir mal zu dieser Notruf, zum Notrufsignal. Aber ich glaube, das wird nichts, weil wir ja nicht in den Vulkan uns reinbuddeln dürfen. Hat das Spiel das jetzt auch erkannt? Oder kommt man hier irgendwie rein? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Eingang? Oder ist nur... Ich höre es doch. Das ist hier direkt hinter der Wand, aber man kommt hier ja nicht durch. Nee, nee, ist direkt hier unten gewesen. Genauso wie... Das vergrabene Technologiemodul ist 68 Schritte. Das halt weiter. Das Problem ist, du kommst halt hier nicht rein. Du kannst ja hier nichts wegbauen. Wächter? Wo ist hier ein Wächter? Ach, der ist drinne. Ja, lass ihn ruhig drinne sein. Also da ist ein Wächter im Vulkan drinne. Gibt es vielleicht doch irgendwo einen Eingang? Hatte ich vorhin auch schon gehabt, ne? Da gibt es dann halt so einfach so Sachen im Vulkan. Und da kommst du aber irgendwie nicht ran, weil du halt die Vulkane nicht abbauen kannst. Genauso wie jetzt hier das Notrufsignal da drin ist und der Wächter da drin hängt. Kennt er mich jetzt noch? Wenn man sofort aufhört, weiter abzubauen, dann machen die Wächter nichts, oder? Nur wenn man einfach so weiter abbaut und so tut, als wären die nicht da, wa? Werden sie ein bisschen komisch. Der Rickstab.
Siehst du, jetzt habe ich noch gar nicht geguckt, ob das schon reicht, aber ich glaube, wir müssen mindestens 3 Stück bauen, war davon. Damit ihr das richtig triangulieren kann. Vorher machen sollen, weil hätte ich jetzt nicht 2 Stück davon hingebaut, ey. Erstmal wieder raus hier. Was ist denn da los, Mienchen? Baust du etwa eine neue Base? Nein. Ich hätte mal den anderen Booster wieder mitnehmen sollen. Egal. Ist ja schon offen. So. Ach du Scheiße. Was kriegen wir jetzt? Kriegen ein richtig krasses Update oder was? Flüsterndes Ei. Oh. Oh, das mögen die gar nicht, wa?
Biologische Abscheulichkeit. Aha. Wie viel kommen denn da jetzt noch? Unendlich oder was? So einsammeln oder was? Nee. Zum Raumschiff rufen. Okay. Aus Versehen so eine Navigationskarte ausgegeben? Na nee, egal. So, da bist du ja. Ja, nach oben. Da lang. Okay.
Das war's schon? Ach so, so funktioniert das. Speicherpunkt. Aha, sowas gibt's auch. Da oben? Okay, ich habe gedacht, das wäre bei mir irgendwie im Mond oder so. Was? Plötzlich ist meine Raffinerie und mein Portal weg. Bei deiner anderen Base oder was? Oder bei der neuen? What the fuck? Ich hab da nichts weggemacht, ne, oder so. Also nicht, dass du denkst, dass ich das war. Irgendwas reinbuddern? Was haben wir denn hier? Können wir noch reinmachen? Ja.
Ich sehe sie ja bei dir, nur bei mir sind sie weg. Du hattest doch da schon ein Portal gerade stehen, nicht? Hättest ja auch sogar benutzen können. Dann wundert mich das eigentlich. Speicherpunkt kann man auch bauen, ne? Aber nicht hier. Gefahrenschutzeinheit. Gucken, ob ich jetzt seine Basis überhaupt ziehen kann. Also die neue kann ich sehen, ne? Genau. Kolonie. Die wird als Kolonie angegeben. Das ist ja wirklich. Genau. Habe ich das jetzt schon geholt, den Sauerstoff? Ja, den habe ich geholt, okay. Was kann ich mit den Metallplatten nochmal machen? Das ist der Raumschiff-Treibstoff, meine ich natürlich. Den tauschen wir mal. Ich weiß gar nicht, muss der hier hin? Ne, der muss in die Fracht, okay. Brauche immer noch aktiviertes Kupfer. Immer noch keinen Plan, wo ich das herkriege. Gut, machen wir erstmal die dritte Station oder was? Uralte Ruine. Markier die mal, falls du da auch hin willst, aber ich denke eher nicht, ne?
Paraffin. Habe ich 218, reicht das? Was ist denn das für eine Ruine hier? Du hast auch was gefunden, ja, wenn das reicht. Ui, was ist da? Das Mac. Der gut oder böse? Oh, hier kann ich wieder ein Wort lernen, wie geil. Konvergenz. Ganz wichtiges Wort. Lebensform. Oh je. Braucht man immer. Oh je, Mini. Hier ist eine Korvax. Er macht denn hier halt Geräusch? Der Ding hier mit. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz. Okay. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Mono. Liten sind ihre verstreuten Kinder. Gesagt, deine Ausdrucksweise, Stefan, hat mich konvergent trianguliert. Okay, danke. Das ist, ich glaube, das ist das Netteste, was du mir dieses Jahr überhaupt schon gesagt hast. Um Hilfe bei Sprache bitten, suchen, Wissen der Vergangenheit. Erstmal um die Hilfe. Mein Wissen über die Korvax-Konvergenz wächst. Das hat Wort du gelernt. Wow. Ein Wort habe ich gekriegt. Hätte er mir nicht fünf geben können oder so? Lichter, ich sehe ja nichts. Gehen wir mal zur anderen Base, die ich da noch gesehen habe. Falls der Mac mich angreifen sollte, muss ich dann schnell zu meinem Raumschiff. Eine Mauer den Platz. Also scannen kann ich den glaube ich nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Eine Wächtersäule. Was ist denn eine Wächtersäule?
Wächter. Was? Säulenkontrollknoten. Wächtertechnologie zum Ernten. Muss man kaputt machen, oder was? Zugangsknoten. Grenzarchivterminal. Warnung. Grenzknoten exponiert. Wächtereinheiten deaktivieren. Waffentechnologie extrahieren. Auf Protokolle zugreifen. Oh Mann. Spion entdeckt. Überschreibungscode. Stimme des Schwarms. Mhm. What? Ehren, Routine, Protokoll, Beute, Experiment, Gehäuse, Wächter. Einst brauchten wir keine visuelle Manifestation oder physische Form. Unsere unsichtbaren Augen registrierten, sortierten und löschten das Leben und den Tod jener Welt, die es jemals gab oder geben würde. Wir hatten keine Gedanken, keine Persönlichkeit, keine Träume. Okay. Probieren wir einfach mal, die Wächtereinheiten zu deaktivieren. Wellenförmige Vergiftung eingeleitet. Sofortige Abschaltung erforderlich. Warnung. Waffentechnologie extrahieren. Das ist so geil, wa? Ablehnen. Abmelden. Wächter deaktiviert. Schlechter. Das wird als Kill gezielt. Okay. Mädchen macht gleich Radau hier, oder was? Ja, dann gehe ich mal zum Raumschiff, ne? Weggestückelt, ja. Zerstückelt. Zum Exo-Anzug. Hergestellt Antrieb. Mhm. Besatzung, wo wird man einsammeln können? Bäume. Ja, ja. Ja, ja, komm, lass mich durch. Hallo. Fliegst mal kurz nach oben. Du bist jetzt mal langsamer. Drehst dich um.
Ist da noch irgendwas, Minchen? Okay. Ich das Material mal sichern, ne? Ich bringe jetzt erstmal das heim, was ich geklaut habe, genau. So machen wir das. Hallo? Okay. Sehr schön. Ja, mehr ging leider nicht. Gut, dann speichere ich nochmal.